So, wir sind gerade am Flughafen Frankfurt angekommen. Meine Mama ist heute auch am Start. Halli, hallo. Halli, hallo von meiner Mama. Wir fliegen nach Shanghai. So, wir sind jetzt in Shanghai angekommen und jetzt stehen wir vor den heiligen Hallen und die schauen wir uns jetzt am besten gemeinsam an. Also hier der zweite abgefahrene Stand. Hier gibt es wirklich sehr, sehr schöne Paludariums, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Schön bis mit Backlauf, auch Nebel wird eingesetzt. Und eine wartende Mama sitzt hier auch. Das ist so eine Art Schaumstoff, das sieht so aus. Man kann unglaubliche Landschaften damit lassen, also sieht wirklich sehr krass aus. Hier hinten sieht man, wie das hier draufgeklebt wurde. Ja, ist eigentlich eine coole Sache, um Hardscape nachzuimitieren nach eigenen Formen. Man kann hier auch wie hier die Dampfmaschine einarbeiten, was bei Naturstein etwas schwieriger ist. So sieht das beispielsweise hier die ganze Wand damit gemacht. So, Fazit, Chips Shanghai, wir haben an einem Tag genau eine halbe Halle geschafft, also das heißt, wir müssen uns ranhalten die nächsten Tage. So, der zweite Messetag beginnt. Gestern haben wir leider nur eine Messehalle geschafft, beziehungsweise eine halbe. Wir hatten sehr viele gute Gespräche und haben sehr viele Sachen für den Shop klären können. Heute hoffe ich mal, dass wir ein bisschen schneller vorankommen, weil sonst wird es ein bisschen knapp, weil die Messe geht nur 4 Tage. Bleibt dabei! Vor lauter Laufen tun Mama die Beine weh, deshalb habe ich hier kurz diese Laufschuhe gekauft und jetzt geht's weiter. Der dritte Messetag beginnt. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen am Arsch, aber es läuft super. Ich freue mich hier all das zu sehen. Wir haben jetzt ein Championat, ein Garnelen-Championat, was ich versuchen werde heute abzufilmen. Ansonsten gibt es auch noch ein, zwei andere Championate. Ich versuche das alles für euch festzuhalten. This is your shrimp? Yeah, it's mine. We'll be right back.
liebe Freunde, ich bin hier mit Luke. Hallo Luke. Hi, hi everyone. Und Luke hat ein relativ cooles, innovatives Produkt, was er hier ausstellt. You have a special product, you can make the water change. Yeah, yeah, this is the auto water change. It's auto pumping and drain out the water at the same time. Okay, very nice. Can you make this with your smartphone? Yeah. It's possible? Yeah, okay. You can be outside and say, now is the water change. Yeah, yeah, yeah. We can control it by the app. Du kannst den kompletten Wasserwechsel mit Smartphone machen. Der Traum jedes Aquarianers wird somit hier in Shanghai erfüllt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt mit den jungen Herren und schauen, dass wir das Produkt nach Deutschland bekommen. Auf der Chips wurden tolle Quallen und auch richtig schöne Betas ausgestellt und die seht ihr jetzt. Hat dir die Messe gefallen? Ja, sehr. Ich kann sehen. Nächstes Jahr, ich bin noch voll dabei. Nächstes Mal wieder am Start. Man sieht schon. Sagen wir auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Ein Daumen nach oben wäre auch klasse. Ich habe auch gesehen, dass sehr viele Leute, die unsere Videos schauen, unseren Channel noch nicht abonniert haben. Deshalb würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert und am besten die Glocke aktivieren. So verpasst ihr kein neues Video mehr von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.